einführen. Sondern das Gleis bearbeiten wir schön. Zuglinie anzeigen, das ist ganz toll. Okay, wir versuchen mal was anderes. Bauen wir bis hier. Boah, Alter, diese Steuerung ist manchmal echt kacke, wa? So. 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 Nee. Ich krieg's da nicht ran, wa? Ich kriege es da nicht ran. Ich müsste die Gleise einmal tauschen, aber ich will jetzt nicht alles neu bauen. Doch Höllen die mich. Kann ich den letzten irgendwie Gleispunkt entfernen? Und der weg. Und der weg. So, bis da geht's. Müssten die sich jetzt so ein Gleis teilen. Aber dann brauche ich hier nicht so einen riesen Umweg bauen. Sondern eher so. Nee, warte, so nicht. Ich will da zwei Züge drauf haben, ne? Ich würde eigentlich gerne... den hier dran haben. So. Bauen. Und dann einfach von hier kann ich das denn parallel hier einfach machen? So? Anscheinend nicht. Und dann daran. Geht aber aus irgendeinem Grund auch nicht. Aber warum nicht? Da geht's, da nicht. Ey, jetzt mal ohne Witz, die wollen mich hier doch verarschen. Die wollen mich hier doch alle verarschen, wollen die mir. Weg damit. So, ich baue das mal so weit ich kann. Als Parallelgleis. Bis hier. Und dann bist da. Bauen. So, dann müssen die nämlich hier nur einmal so, einmal so. Das geht hin. Das geht zurück. Nein. So, und das hier auch. Das geht hin. Und das geht zurück. Was ist hier jetzt?
Ja, was ist denn? Sag es mir. Gleisrichtung ändern. Ja, das ist ganz toll. Dass sie nur dieses kleine Stück hier haben, quasi. Wobei, warte mal, muss ich da eine Gleisrichtung angeben? Bei diesen normal gebauten? Bin mir unsicher. Warte mal. Bahnhöfe, Zusatzgebäude, Gleisbau. Steigung und Kurven. Verschieben, Gleiskreuzungen. Statt Tunnel und Brücken kannst du auch Gleiskreuzungen errichten. Ein bestehendes Gleis mittels Tunnel oder Brücke kreuzt. Anschließend fügst du einen Gleispunkt ein und ziehst diesen auf. Okay. Parallelgleise. Neue Strecke. Das gilt auch für Tunnel und Brücken. Manchmal lohnt sich ein kleiner Umweg, um eine bereits vorhandene Strecke mitnutzen zu können. Ja. Warum Gleisrichtungen wichtig sind. Wenn mehrere Züge verkehren sollen, wird ein paralleles Ausweichgleis benötigt. Dort, wo Gleis und Ausweichgleis nebeneinander liegen, muss dann festgelegt werden, welche Fahrtrichtung erlaubt ist. Mhm. Ach so, deswegen. Falsch angeklickt. Okay. Und hier ist ja easy. So, und da machen wir dann jetzt einfach... Hallo? Ich will jetzt keine neue Zuglinie haben, sondern ich will die vorhandene... ...will ich um eine Bahn erweitern. Zuglinie enthält Stationen, die nicht erreicht werden können. Ich überprüfe die Gleisabschnitte, die von den Zügen genutzt werden sollen. Durch die festgelegte Gleisrichtung. Okay, erstmal trotzdem bestätigen. Was kann denn jetzt nicht erreicht werden? So, dann gucken wir uns hier nochmal die Richtung an. Kann ich die Gleisrichtung auch rausnehmen? Anscheinend nicht. Okay, müssen wir mal beobachten. Halt kann nicht erreicht werden. Wieso bist du da? Ne, so. Hungerlandstation kann ich ja. Wo ist er hin? Hallo Züge? Weichenkopf gesetzt. Ne, ich habe hier so ein. So ein Ausweichgleis wollte ich hier bauen. Mandos live und hi. Erstmal. Ich habe hier, weil ich kann hier an dieses zweite Gleis, kann ich hier nicht rumbauen, weil er mir jetzt sagt, das ist zu eng. Deswegen habe ich hier quasi ein Ausweichgleis gebaut. Aber ich glaube, das geht nicht, wenn ich damit auf der zweiten Schiene will. Ne? Kann das sein? Warte mal. Ich mach das mal weg. Und dann habe ich nur das hier. Ich mach das auch mal weg. So. Und jetzt ist ja... Ja, jetzt... Der hat ja einfach die Zugverbindung gelöscht. Ja, anscheinend. Weil ich wollte eigentlich das zweite Gleis hier nutzen. Das hier in der Mitte ist. Aber kann ich nicht, weil wenn ich hier lang baue, sagt er, hier ist zu eng. Das ist leer ungünstig. Das heißt, weil ich will hier zwei Züge haben. Das heißt, ich müsste dann jetzt von hier... Erstmal hat das Ding noch... Wie kann ich denn hier die Gleisrichtung rausnehmen? Ach so. Ah, okay, so. Gut, so. Das heißt dann, ich baue jetzt hier... ein Ausweichgleis.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das war. So. Und dann bis hier, glaube ich, ne? Ich habe hier schon alles versucht, aber das geht nicht. Der sagt mir einfach, das ist hier zu eng. Guck. Warte. Ich zeig das jetzt mal hier. Genau hier diese Stelle. Die leuchtet jetzt rot. Und die kriege ich nicht weg. Ich weiß nicht warum. Ich kriege die nur weg mit umständlichen Brücken und hin und her. Aber dann komme ich auf die andere Seite wieder nicht ran. Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich das ganze Ding nochmal neu bauen. Wobei, wenn er jetzt eh keine Tour fährt, kann ich das ja eigentlich auch einmal kurz neu bauen. Wenn er jetzt ja eh die Bahnverbindung gelöscht hat, dann ist er eh wurscht. Und dann baue ich nämlich erstmal von hier an den. So. Und dann baue ich jetzt das neue. So, siehst du, geht auch. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Da gerade ich wollte eigentlich die Zugverbindung nicht neu machen. Da war ich jetzt zu faul für. Aber wenn er die eh gelöscht hat jetzt, weil er nicht mehr fahren konnte, dann halt so. So, pass auf. Dann, nee, warte. Erstmal die Richtung. Dorthin. Wieder zurück. Dann den da ran. Zack. Hier habe ich einen, ne? Ja. Ja, ja. Ich merke das schon. Ich spiele heute das erste Mal. Aber ich habe es mir vorher schon mal woanders angeguckt. Deswegen spiele ich es, weil das sah echt nice aus. Was ist das eigentlich? Bahngebäude? Versorgung. Ach so. Ach, kann ich direkt von hier auch. Okay. Bahnhof für Stadt und Land kann nach dem Bau mit weiteren Gleisen und Zusatzgebäuden. Ach nee, Versorgungsturm. Ach, den kann ich hier auch direkt auswählen. Cool, wusste ich gar nicht. So, relativ mittig mal. Also hier. Und dann die Zuglinie von Dor nach Dor. Davon zwei Stück. Nur Fracht und ab dafür. So, jetzt müsste es passen. Hamburg ist immer noch im Wachstum und Schwerin auch so langsam. Sehr schön. Schwerin müsste jetzt ja auch Mais haben. Jawohl, die kriegen auch Mais. Und damit die mehr Mais kriegen, haben wir jetzt da die zweite Bahn hingebastelt. Fleisch. In Hamburg ist die Produktion geht so. Die Rinder 2,4 pro Woche. Durch Züge kriegen die gar nichts, haben aber noch genug. Also das geht sogar. Hamburg wächst gerade rasant. Was bräuchte Hamburg denn noch? Hamburg bräuchte noch Holz. Hamburg braucht Holz. Was ist hier? Sieh zu. Mehrere Züge warten auf Einsetzung. Ja, macht das doch. Was soll das heißen? Mehrere Züge warten auf Einsetzung. Ein Fahrhalt. Habe ich schon wieder irgendwas vergessen? Ungarland? Noch da. Zwei Züge. Ist doch hier schon der erste, oder nicht? Ja. Der ist unterwegs, der hat aber nichts auf Tasche. Warum nicht? Und das ist der andere. Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Der hat auch nichts. Oh. Hä? Der fährt? Und da fahren auch zwei. Bin ich jetzt blöd? Hilf mir mal bitte, warte mal. Zuglinie. Oh, jetzt haben wir zwei. Das ist aber nicht so gut. Welcher ist jetzt welcher? Das ist der zweite. Halt 1. Der fährt gerade leer. Wieso habe ich ihn. Fenster schließen? Nee, löschen bitte. Weg da. Habe ich aus Versehen. Also hat der die Zuglinie gar nicht gelöscht?
Sondern er hat nur darauf gewartet, dass ich die neu baue oder was. Das sah so aus, als ob er die gelöscht hat. Merkwürdiges. Merkwürdiges Verhalten. So, was wollte ich jetzt? Holz, ne? Bremen, braucht Bremen auch Holz? Bremen braucht auch Holz. Und Bremen braucht Zucker. Wieso kriegt Bremen dann keinen Zucker? Bremen bräuchte Zucker. Zucker und Holz. Ach, oh, weil ich hier gar kein Zucker lager. Das ist ja schlau. Zucker, 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 Zucker. Da ist Zucker. Bunker hier Zucker. Hier bunker ich Zucker. Gut. Ja, aber eigentlich müsste doch trotzdem nach Bremen Zucker kommen. Weil ich habe doch eine direkte Verbindung von Hamburg nach Bremen. Hamburg nach Bremen. Liefern auch Zucker. Oder hat es jetzt so lange gedauert, bis der Zucker da überhaupt hinkommt? Wo ist eine andere? Ist das der? Hamburg-Bremen. Ja, okay, der fährt jetzt darüber. Deswegen habe ich hier doch gar keinen Zucker zwischengelagert. Weil Bremen doch eigentlich Zucker kriegen sollte. Von alleine. Jetzt sind die auf dem Weg. Okay, dann kann ich ja hier den Zucker wieder rausnehmen eigentlich. Hier muss ja kein Zucker hin. Ich habe eine direkte Verbindung von Hamburg nach Bremen. Das ist ja gut. Okay, also Holz. Wir brauchen alle Holz, ne? Die brauchen auch Holz, ja. Alles andere haben die. Das heißt, da gibt's Holz. Ist hier sonst noch irgendwo Holz? Da wäre noch Holz. Könnten wir in Bremen anschließen über Gütersloh vielleicht? Vorausgesetzt Gütersloh. Gütersloh bräuchte Fleisch. Und Zucker und Stoff. Könnte man machen, ne? Aber wir könnten dann auch... Ich will ja auch nicht zu viel anschließen, ne? Warte mal, wo war denn unsere Statistik? War das hier? Bin mir unsicher. Spielmenü, Mehrspieler, Warenströme, war das hier? Nee. Wo war denn die Statistik? Ach, ist auch egal. Jetzt habe ich vergessen, was ich in der Statistik gucken wollte. Alter, bin ich durch. Leck mich mal fett. Ich drehe mal kurz was. Ist echt warm hier. So, Schwerin auch im Powerwachstum. So. Okay, also alle brauchen Holz. Wir haben hier Holz und könnten das verteilen. Oder wir gehen hier mit Holz hin und liefern das über Gütersloh. Hannover bräuchte auch Holz. Aber Hannover macht auch Bier. Wird aber seinen Scheiß nicht los. Alle machen Bier. Gütersloh macht Bier. Hannover macht Bier. Schwerin macht Bier. Hier machen alle Bier. Groningen? Groningen ist, glaube ich... Groningen ist schon nicht mehr Deutschland, ne? Na, so weit kann ich... Okay, Bremen wächst jetzt auch. Aber Groningen macht auch Bier. Was ist das hier? Entschuldigung. Äpfel, okay. Stadtgebäude. Lass mal gucken, was bringt es denn? Kann in Städten über 50.000 Einwohner errichtet werden und macht die Bürger zufriedener. Die Bedarfsdeckung erhöht sich um 10%. Okay, kostet 100.000, 140, 200.000. Na klar, Fabriken. Wir könnten eigentlich mal... Ja, wobei Hamburg muss kein Bier machen. Ne? Die Frage ist, haben wir irgendwas in der Nähe, was irgendwie Waren, hergestellte Warenbedarf hat? Fleisch gibt... Macht Hamburg schon? Das brauchen die nicht. Ansonsten haben wir ja alles, ne? Also eigentlich nur Holz. Wir brauchen noch keinen Industriebaum. Was ist hier los? Kleine Panne. Das ist okay. Ah, warte mal. Die haben hier keine Wartung, ne?
Kurze Frage. Kann ich das Wartungsdepot hier wieder rausnehmen? Kann ich, ja. Ich mache das hier mal weg. Und dann mache ich das hier hin, weil hier fahren ja eh alle durch. Dann machen wir hier ein Wartungsdepot hin. Ich finde das doof, dass wir nicht mehr als zwei machen können. Kann man das noch irgendwie ausbauen? Später mal. Wie viel haben wir denn? 180. Was war das? Erhöht die Anzahl der Passagiere in allen Städten mit einem Bahnhof deiner Gesellschaft um 5%. Mehr Passagiere bedeutet natürlich auch mehr Geld dadurch, ne? Personalbüro abwerben. Fundamente, ne, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Oh. Lokführer, 30 Stellen. Alter, wir haben schon 30 Lokführer. Krasse Bastarde, ey. Okay, Qualität ist 100. Überall. Kann so bleiben. Saboteur will ich nicht haben. Sicherheit ist wichtig, Sicherheit ist gut. Die Frage ist, wie schließen wir jetzt Holz an? Wenn wir jetzt nach Schwerin Holz liefern, kriegen wir das da... Haben wir da ein Depot? Da haben wir eine Lagerhalle. Da können wir auch Holz reinpacken. Und das nach Hamburg liefern. Und dann könnten wir es eigentlich auch noch nach Bremen liefern, ne? Oh, Eröffnung der L&M Railway. Liverpool und Manchester unter Dampf. Ja, okay. Das Ding ist, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gleise. Da fahren auch Züge ein und aus. Könnte dann ein bisschen schwierig werden mit der Holzlieferung, ne? Weil ja immer nur 3 Gleise belegt sind. Also rein theoretisch, wenn das Timing stimmt, müsste das ja eigentlich gehen, ne? Dass wir auf jeder Seite 2 Züge anschließen. Dann würde ich nämlich erstmal für Holz sorgen. So. Und dann würde ich hier erstmal Holz anschließen. Ich weiß, wir haben da oben noch 2 Gleise offen. Die würde ich mir auch erstmal noch offen halten wollen. Nach da oben brauchen wir eigentlich nicht. Von hier könnten wir noch Rinder haben. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Den könnte man als Zwischenbahnhof benutzen für Äpfel, ne? Frage ist, haben wir hier schon Bedarf eigentlich an Äpfeln? Nee, ne? Gibt es das überhaupt hier? Ja, aber erst ab 45.000. Okay, die Leute ernähren sich erst gesund, wenn genug da wohnen. Okay. Das ist in Ordnung. Aber die Äpfel können wir dann auch hier rüber umlagern und nach da verteilen, ne? Also quasi schön zentral. So, Holz brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. So. Müsste aber mit 2 reichen auf jeden Fall. Einmal da. Einmal da. Und dann einmal den. Mit Mang. Richtungsfestlage. Darum und darum. Und dann einmal die Zuglinie. Von da nach da. Was ist denn da passiert? Sieht aber komisch aus. So. Zug haben wir immer noch leider nur den. Nehmen wir gleich 2. Der braucht auch erstmal nur... Ah, wobei, komm, wir machen automatisch. 31, 31. Falls da später noch was dazukommt. So, 2 Züge dahin. Damit haben wir eine Holzauslastung. Dann müssen wir hier noch Holz lagern. Damit das umgelagert werden kann. Einmal da Holz. Und einmal hier noch Holz. Lagerhalle. Holz. Oh, damit ist das Lager auch schon ausgelastet. Mal gucken, was hatten wir hier alles?
Genau, die drei Sachen, die wir hier reinkriegen. Okay. So, die kriegen dann hier Holz hin und können das dann direkt nach Bremen liefern. Das heißt, jetzt werden alle drei Städte mit Holz versorgt. Das passt dann ja. So, und wir, habe ich, oh, habe ich gar nicht, habe ich nicht gemacht. Mir war gerade so. Wie sieht denn das aus hier mit der Passagierauslastung? 100%. Nach Hamburg und nach Bremen. Oh, nach Bremen dauert aber lange. Ne? Mit Umsteigen in Hamburg. Ist aber okay. Ich habe hier aber... Das ist Express. Okay. Was ist mit ihm? Panne, natürlich. Der gilt als Express, weil der... Wir sollten vielleicht mal langsam gucken, dass wir nur... Letztes Quartal... Okay, ein bisschen miese gemacht. Zeig mal her. Quartal 3. 476 rein, 210 raus. Hä? Wie kann man denn da Minus machen? Das ist so ein guter Schnitt. Haben wir noch eher Plus gemacht. Ja gut, im Vergleich zum vorigen Quartal haben wir Minus gemacht, aber wir haben auch ein bisschen mehr investiert. Wir könnten eigentlich mal, wobei, dann brauchen wir eine extra Frachtstrecke, ne? Dass wir dann nur Personen befördern, aber das lohnt sich mit einer Maschine noch nicht. Das lohnt sich nachher erst, wenn wir die Züge haben, die wir dann brauchen. Für die jeweiligen. So, Hamburg wächst und gedeiht immer weiter. Kriege ich jetzt demnächst auch Holz. Und wir werden unser Zeug auch überall los. Der ist auch voll mit Holz. Das heißt, Schwerin kriegt jetzt auch Holz. Hat sogar schon Holz. Sehr schön. Hamburg kriegt dann auch Holz. Kann man eigentlich hier die Fleischindustrie vielleicht ein bisschen ausbauen? Gebäude kaufen? Ach, ist sogar schon Stufe 2. Okay. Okay, wie ist denn der Bedarf jetzt? Oha. 4,8. Da könnten wir mal langsam einen Bahnhof anschließen, ne? Deswegen habe ich hier Platz gelassen. Dann würde ich nämlich hier die Kühe anschließen. Zack. Und dann müssten wir nach oben noch Luft lassen, ne? Kolding zum Beispiel. Würde ich dann aber so bauen. Ah, okay. Okay, ich habe hier noch was. Ich habe die mittlere noch freigelassen. Wofür? Wahrscheinlich um sie nachher hier. Ah, warte mal, dann können wir hier rein theoretisch noch eine... später eine Expressstrecke bauen, ne? Das heißt, wir schließen dann jetzt... Wenn das nach da, das wäre zu weit... Außer hier hinten. Die hier bräuchten auch Vieh, ne? Die kriegen zwar... Wo kriegen die denn ihr Vieh her? Hier ist gar kein Vieh in der Nähe. Ach doch, da, hier oben. Hier ist Vieh. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Als ob den Hof einer anschließen würde, Alter. Im Leben nicht. Kolding macht Bier. Der hat auch eine Panne. Macht aber nichts. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier den anschließen, dann bräuchte man in Hamburg ein Wartungsdepot rein, theoretisch, ne? Ich würde halt gerne mehr als zwei Gebäude bauen können. Viel sinnvoller wäre es ja hier drüber, das dann laufen zu lassen, ne? Aber dann ist der Weg so weit. Und dann müsste ich hier auch wieder ins Lager, müsste ich dann Vieh machen. Hm.
Macht aber eigentlich mehr Sinn, weil dann können wir in Hamburg andere Sachen bauen, ne? So, dann müsste es nämlich von hier... Hier dann ein Wartungsdepot und ein Lagerort. Und in die Lagerhalle muss dann Vieh rein. Und dann müssten wir den Bahnhof nämlich da anschließen.